Moin ihr Lieben, ich hatte gerade auf Schotzki-Janski oder wie es auch immer heißt, die Stadt, eine richtig schöne nette Runde mit dem Cup. Einspielen wir da als Replay. So, warten wir mal das Replay einfach mal ab irgendwie und dann schauen wir das uns mal gemeinsam an. So, das Replay lädt. Kein Moment. Also da konnte man richtig schön als Lot hier richtig schön farmen und also das war echt nett. Und relativ selten, dass das so gut funktioniert mit dem KV2. Aber das lief auf ein Großkaliber hinaus und auch Anne Kills. Abschüsse, die natürlich dann auch wieder nicht getroffen haben. Gibt man ja vom KV2. Ist dann doch ein bisschen trollig insgesamt. So, das Matchup sah so aus, dass es keine Arti gab. Das war natürlich erstmal angenehm. Ansonsten, wie gesagt, war ich Lot hier, wobei man das bei 3, 6, 7, bei 7, 7ern und 8, 6ern nicht so tatsächlich sagen kann, als Lot hier unterwegs zu sein. Aber ich freue mich zumindest bei den Heavys eher an der Unterkunft. Hatte mir überlegt, nach rechts zu fahren, aber dafür bin ich dann irgendwie letzten Endes dann, glaube ich, doch zu langsam. Und auch wenn es keine Rate gibt, gibt es immerhin drei Lights und da willst du dann mit dem KV2 halt auch nicht so rumstehen, so. Deswegen dachte ich dann halt, ich fahre dann trotzdem nach links. Kommt dann ja doch ein bisschen zumindest mit ein bisschen wenig irgendwie, finde ich jetzt insgesamt so. Und KV13, T25 und T50. Der Rest weiß noch nicht so ganz, was er will. Steht aber noch in der Base rum teilweise. Black Prince noch nicht online. Die fahren dann jetzt auch los. Ja, hervorragend. Unser erster Scout ist dann schon mal tot. Dann ein bisschen in der Mitte rumgegambelt. So, jetzt wollte ich ja da vorne versuchen, auf den Scout zu schießen, auf den T21. Dachte da, ich bin dann da hoch genug, um halt einigermaßen geschützt zu stehen vor dem so und dann trotzdem zu schießen. Stell beim Reinzoomen allerdings fest, dass meine Kanone ja leider etwas zu tief hängt. So, der Turm ist zwar schön hoch, ich irgendwie wird gespottet dadurch, aber meine Kanone war halt etwas zu tief, dass ich dann nicht schießen konnte. Und jetzt geht auch noch so ein WZ auf, der da ziemlich aggressiv reingedrückt ist. Das ist ein bisschen ungünstig so irgendwie für mich so, weil der natürlich mich dann immer Proxy offen hält. Ich sehe dann allerdings, dass der KV-13 dann vorfährt. Der Krummel fährt direkt hinterher und ja, dann muss ich dann schon fast hinterher. Sind schon ziemlich viele Gegner offen gewesen. Deswegen dachte ich so, ich presche dann halt da mit rein, sonst sind die nämlich beide tot und ich stehe mit dem KV-2 komplett alleine. So, erstmal den gefährlichen Gegner hier rausnehmen. Den STLV ignoriere ich erstmal. So, der ist dann schon mal weg, der erste. Jetzt dachte ich so, hilft der mir, der KV-13 hilft mir vielleicht mal so, aber den interessiert das überhaupt nicht so, dass ich jetzt beim Reload bin so und dachte schon, ich werde jetzt hier abgefahren von dem STLV, aber der hat zum Glück nicht genug Damage-Potenzial so, dass ich dann halt doch noch nach dem laden kann und ihn rausnehmen kann. Aber der KV-13 hat ihn ja echt komplett ignoriert. Das ist also, da bin ich fast ausgerastet den Stream, weil also der Sniper da hinten rum, während ich hier in aller Ruhe abgefarmt werden kann so und naja. Aber ich dachte so, ja, jetzt ist ja erstmal die Gefahr scheinbar behoben, so dann machen wir mal mit. Ja, eine schöne 687er Stelle auf den Uni. Schöne Sache. Der KV-13 hat auch mal einen rausgenommen. So, ich bin gespottet. Das wird der T20 gewesen sein. Genau, das wäre der T20. Der ignoriert mich zum Glück erstmal.
Allerdings ignoriert ihn der T20 auch. Nein, nee, doch nicht. Er schießt doch auf ihn. Ja, ich aim natürlich absolut scheiße hinter ihn. So, das war klar, dass er nicht trifft. Aber ich bitte ihn noch darum, dass er doch zumindest nochmal spottet. Bin schon wieder offen, okay. Jetzt habe ich mich hier irgendwie ein bisschen doof verkeilt. So, ich fahre ja so einen extrem schweren Panzer. Kriege da aber trotzdem nicht diese Quizkisten da irgendwie zerstört. So, großartig. Der T20 ist halt leider immer noch zu, deswegen gehe ich erstmal auf den M4. Fehle den, wunderbar, das kommt natürlich super, wenn man dann wieder knapp 20 Sekunden nachlädt, so wenn dann T20 da oben rumkurft, der mich dann auch wieder aufmacht. Und jetzt schießt er sogar auch mal auf mich. Aber ich gebe ihm nochmal einen Schuss zurück. E25 wird dann jetzt auch mal langsam aktiv. Ein bisschen nach vorne, so dass der zumindest Counter gespottet wird. Ich versuche hier ein bisschen mehr den Schutz hinzuschieben. Da hat er zum Glück jetzt verschossen. Ja, und ich lasse ihn dann halt mit 13 Hitpoints stehen. Na, großartig, dachte ich mir da so. Aber dann ist er jetzt dann nur doch draußen. So dass ich dann zumindest nicht immer von hinten gespottet werde, was dann auf Dauer gleich ein bisschen. Echt ein bisschen nervig gewesen wäre. So, jetzt gehen scheinbar die Kisten kaputt, so. Ja, ich soll die IKV rausnehmen, jetzt aber zu. Ich schieße lieber auf den Uni und, ja, und verfehle hab beide, ja. Keine Ahnung, wo der Schuss hingegangen ist. Die Kiste ging jetzt auch wieder kaputt, ich weiß nicht, warum sie eben nicht kaputt ging. Und nehme ich jetzt beide raus, vielleicht sogar. Ich dachte so, vielleicht schaffe ich beide rauszunehmen. Ja. Der Schuss wollte dann auch nicht ins Ziel fliegen. Also wäre ja nett gewesen, beide rauszuschießen, so. Oder zumindest irgendwie einen rauszuschießen und den anderen runterzuschießen. AE ist ja doch mal ganz nett. Okay, aber dann ist er jetzt dann doch mal draußen. So, dann hat jetzt der KV-13 auch mal bemerkt, dass da Freunde auch noch mal einer ist. Letzten Endes hat das dann mit der Zusammenarbeit ja dann doch noch mal relativ gut funktioniert hier in der Ecke. Und bei den T25 mal zur Hilfe. Und farmen den halt auch mal weiter ab, so. Ja, 326 ist jetzt nicht so, naja, ist ja okay. Die Seite in so einem Medium. Immerhin 7er. Müsste da halt nochmal aufgemacht werden, genau. Komm, jetzt lad nach. Ja, 125 leider stehen lassen, aber das sollten die beiden da vorne jetzt schaffen. Also ich, ja, wenn sie nicht nur mit HE schießen würden. Na gut, dann ist das zumindest draußen. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung IKV. Den ich ja eben schon beschießen sollte, als er dann weg war anschließend. Oh, ist so ein KV-2 langsam. Der ist auch schon fast tot. Mal sehen, ob ich da noch was abbekomme. Der geht leider zu, dann fahren wir mal ein bisschen vor, dass wir gleich besser noch einen Winkel drauf bekommen. Ah, da ist er ja. Ah, na doch, schade. Nee, aber war auf jeden Fall eine ganz angenehme Runde, so mit 3426 Damage, 3 Kills und einer 9198er WN8. Wie gesagt, schönes Gefahren aus der Mitte und wir sehen uns dann auf kiezkicker.de bei Twitch, mal montags und freitags, aber macht's gut, ciao, ciao.